ich gar nicht bin. Sogarmoi! Was machst du denn? Ich konnte da herin, ich brauche in der Stumm. Ja, das mag ich in meinem eigenen Haus mehr da und rumgeschubst. Wenn ich mal Bürgermeister sein sollte, verbiete ich mir das ab sofort, ja? Ja, ja, das werden wir dann schon sehen, ob du Bürgermeister wärst. Meine liebe Frau, du solltest mich aufbauen, mir Mut machen, aber ich bin wie immer bitter enttäuscht von dir. Ja, ja, ist schon recht. Auf alle Fälle will ich dich mit dem Papiergraffi da herin in der Stumm nicht sehen. Ja, ja. Immer wieder beruhigend zu sehen, dass dir auch nicht viel besser geht wie mir. Trink dein Bier und sei stark. Ich muss arbeiten. Was ist denn da drum? Ich denke. Du, mit dem Kopf. Ja, du Hirsch, mit was denn sonst? Und was nachher? Na ja, ich arbeite ein Konzept aus für meine Wahlkampagne, dass ich den Bürgern unterbreiten kann, verstehst du das? Ne? Das wird was werden. Ich überlege mir zum Beispiel, was ich alles guten Gewissens versprechen kann. Ne? Und da nicht halten brauchst. Das haben wir alles schon gehabt. Lorenz, ich muss dir was sagen, gib mir her. Ja, sag mir, sie sag nicht weiter. Du gehst mir furchtbar auf den Wecker. Das sollst du aber mir, deinem treuen Wähler, nicht sagen, gell? Toni, ein Schnaps. Der Toni hat heut frei und jetzt bitte ich um Sendepause, ja? Denkst gerade wieder, gell? Mhm. Du, entschuldige, wenn du so hart tust mit dem Dinger, dann sagst du keinen Thomas. Der hat was drauf, das sag er dir. Sag einmal, halt das nicht endlich, dein Pappen, hä? Na gut. Dann brauche ich nicht in die Wirtschaft gehen, wenn ich meinen Pappen halten muss. Das muss ich schon daheim. Ein Schnaps, Toni. Sag mal, bist du wirklich so blöd, dass du nicht begreifst, dass der Toni halt nicht da ist, oder? Du hast jetzt deinen Schnaps und jetzt gib ja. Hinten mal Ruhe. So gütigst. Mein Gott, hat er dir einen gerannt. Das ist ja wahr auch. Mit den Weibern folgt nirgends kost Hiege. Man hat in seinem eigenen Haus keine Daseinsberechtigung mehr. Wem sagst du das? So, meine Damen. Das Allerwichtigste ist jetzt, dass die Gaststube mal ganz gründlich sauber gemacht wird. Kein Problem, wo ich bin, da geht was. Mhm. Also was ich eigentlich nicht verstehe, warum da gleich drei Leute herin putzen müssen. Ha? Ja, weil eine Putzkolonne wesentlich effektiver ist, als wenn bloß einer rumschmiert, das ist doch logisch. Aha. Dann sehen, das geht ruckzuck. Aha. Also effektiver ist, heißt, dass sie die Gescheitheit mit dem Schöpfleffi gefressen hat. Naja, wir werden es ja sehen. Na, was ist denn mit dir? Was denn? Ich komme doch nicht brauchen, gehen Garten aus. Das darf ja nicht wahr sein. Wenn das so weitergeht, dann laufe ich eines Tages amok. Wo laufst du hin? Ich lauf mit. Mit was sind denn Sie gekommen, ha? Ja, mit dem Bus halt. Warum? Mit dem Bus sind Sie gekommen. Ja, ich mein, Sie sind auf dem Besen dahergeritten. Oh. Also, na. Also, das ist ja wohl eine Frechheit, hä? Überhaupt hätt's ihr auch gescheiter die Müllabfuhr bestellt bei dem Maurerdreck da im ganzen Haus. Nun, gute Nacht, Martha. Gell? Ich putz für jeden Tag. Na, jetzt hör auf, gib doch nicht so. Wegen deinem blöden Blinddarm, da sind wir so ins Schleudern gekommen. Ja, was? Ein Blinddarm haben's gehabt. Mhm. Ja, einen ganz komplifizierten. Entschuldigung. Ja. Bin ich hier. Bin ich hier richtig beim Bürgermeister? Beim Bürgermeister? Oh, mein Fräulein, da sind Sie zu früh dran. Noch ist es nicht. Sie stören. Verzeih mir. Guten Morgen allerseits. Na, so fleißig schon die Damen, ja. Halt, 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 da können Sie ja noch nicht hinsitzen. Wir putzen. Schon gut, schon gut. Gehe ich in den Garten raus, ja. Also, geil, ich meine, so eine Appendixdektomie, das ist ja normalerweise ein Glacks. Da lohnt sich das Healing gar nicht. Eine was? Blinddarm, Appendix, sage doch. Sie müssen wissen, mein Schwiegersohn ist ein Chirurg. Eine Konifere, kann ich euch sagen. Darum habe ich auch eine gute medizinische Allgemeinbildung, ja. Mei, so was Furchtbares habe ich gehabt,
einen Alpendix. Hey, hör zu, gib nicht so, du. Wie es ich mit meinem Grob gehabt habe, da hat es mich vielleicht rumbeitelt. Ein Grob haben sie gehabt. Ja, das ist zum Beispiel ein Struma, gell? Oh mei, unter dem Tisch müsst ihr auch noch rausputzen, gell? Also mein Alter zum Beispiel. Mein Alter, Gott hab ihn selig. Zuerst hat er ja eine koronare Herzkranzgefäßverengung gehabt, gell? Weil er hat ja rauchen müssen wie ein Fabrikschlot. Ja, dann kriegt er natürlich prompt noch einen Stressulkus. Mein Lieber, da habe ich da vielleicht was mitgemacht. Ja, und das ist dann so lang gut gegangen, bis er ins Gras gebissen hat. Mei, da kannst du halt nichts machen, gell? Weißt du, was ein Ulkus ist? Nix Gescheites, wenn er dran gestorben ist. Also, was ist denn, meine Damen? Ein bisschen flotter, wenn ich bitten darf, gell? So ist er recht. Ja, also mein Schwager, passt mal auf, der ist ja mal mit einem Mordsdampf im Gesicht mit seinem Radl an einen Laternenpfahl genäht. Und was soll ich euch sagen? Hat doch der einen Commotio Colibri, dass er drei Wochen lang flachgelegen ist. Ja. An jeden anderen hätte es da Pfeil gerade gepresselt. Aber er hupft schon wieder umeinander, wie wenn nichts gewesen war. So, und jetzt mache ich eine Brotzeit. Weiter putzen. Du sag einmal, was sagst du jetzt da dazu? Nix. Ich überlege noch. Also ich brauche jetzt nicht mehr überlegen. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Was? Ja, dass die keinen Handstrich da hat. Nein, die hat bloß uns die Arbeit angeschafft und wir Deppen, wir haben's gemacht. Richtig. Na, warte, ich will ja wieder antanzen. Na, da schau doch. Aber doch nicht so kriegerisch, meine Damen. Ja, Herr Doktor, sind Sie vielleicht die ganze Zeit da gewesen? Ja, natürlich. Ich war zu neugierig über die medizinischen Kenntnisse dieser Damen. Ja, da kann man ja direkt noch was lernen von ihr. So, wer arbeitet, der muss auch essen. Was ist denn jetzt kaputt? Also Sie, gell, Frau Martha Moser, von dir lassen wir uns nichts mehr anschaffen. Okay. Ja. Unseren Kopf voll labern von lauter medizinischen Krampf und uns dann allein arbeiten lassen. Hier! Ja! Ja, hab ich das vielleicht nötig, hä? Ja, was hocken denn Sie die ganze Zeit da rum? Haben Sie noch keine Kubitus am Hintern, hä? Aber, gestatten, Dr. Unrat. Doktor! Oh, gute Nacht, Martha. Wissen Sie, es war für mich als Mediziner sehr interessant, Ihren Ausführungen zu folgen. Aber in Zukunft sollten Sie Ihrem lieben Herrn Schwiegersohn etwas genauer zuhören. Eine Gehirnerschütterung ist ein Commotio Cerebri. Und ein Kolibri, das ist so ein kleines Vogel, das den Nektar aus den Blüten zieht. Ich empfehle mich, ja. Ist das? Also muss jetzt auch ausgerechnet ein Doktor da herinhocken. Also Frau Moser, kommen Sie doch einmal raus. Was passt jetzt der schon wieder nicht, hä? Na, gute Nacht, Martha. Bleibst du? Ich bin schon da. Ja, um Gottes Willen. Der Hähnermarde ist schon wieder da. Haben Sie vielleicht schon wieder einen Gockel zusammengefahren, hä? Sie müssen schon entschuldigen, aber diesmal war es kein Gockel. Nicht? Es war diesmal Ihre Ente. Ah, meine Enten ist auch hier. Schauen Sie, das verschwinden, aber sofort. Entschuldigung, darf ich die Ente mitnehmen? Raus, hab ich gesagt, sonst wäre ich Rente. Der hat mir ganz viele Vieh auf der Kerl. Aber ich hab's euch gleich gesagt, gell? Was? Wenn der Herr Kaplan wieder da ist, dann wird's teuer. Ja. Bürgermeister, du redest schon wieder Unsinn. Es konnte doch keiner voraussehen, dass es den Blasebalg unserer alten, ehrwürdigen Orgel einfach so zerreißt. Ja. Es trifft weißt sich... Weißt du, ein Hecht wird ochsen. Ja. Es trifft sich jedoch außerordentlich gut, dass dieses Missgeschick ausgerechnet in meiner Anwesenheit passiert. Ja, weil Sie hartnäckiger sind, wie der Herr Pfarrer. Ja, in der Tat, meinem Amtsbruder fehlt es leider
an dem für diese Gemeinde nötigen Durchsetzungsvermögen. Also wenn ich mal Bürgermeister bin, dann bin ich dafür, dass sofort wenn eine Orgel her muss. Ne? Gehör doch du auf. Du hast doch bis jetzt gar keine Ahnung gehabt, dass wir überhaupt eine Orgel haben. Ich staune immer wieder um deine umwerfende Dummheit. Aber ich nehme doch stark an, der Herr Kaplan denkt bei dieser so notwendigen Anschaffung an einen elektrischen Antrieb. Ja, selbstverständlich. Meinen Erkundigungen zufolge ist das Gotteshaus in unserer Gemeinde das letzte im Bistum, dessen Orgel noch mit einem manuellen Blasebalg betrieben wurde. Aber der hat immer gut blasen, der Blasprojekt, da kann man nichts sagen. Ja, aber jetzt hast du inzwischen. Also ich würde sagen, wir gründen einen Orgelfonds. Bravo, Starre! Denn wenn wir mit dem Klingelbeutel sammeln, sammeln wir in 50 Jahren noch. Da habe ich aber eine bessere Idee. Ja? Wir eröffnen ein Konto. Orgelspende. Da kommt ganz bestimmt was zusammen. Sag einmal, du Nachtwächter, du Gescheiter, weißt du über nicht, was ein Fond ist? He? Also ich jedenfalls werde aktiv hinter dieser guten Tat stehen. Da können Sie sich drauf verlassen. Das ist schön. Jetzt muss ich mich schon gleich wieder so aufregen, dass ich mein akutes Herz vor Hofkammer flimmern kriege. Oh. Das war das letzte Mal, dass ich in diesem Haus geputzt habe, gell? Des Wissens. Gute Nacht, Martha. Martha, Martha, du entstandest! Die Mama! Hör doch auf mit deiner Putzfrau! Das hab ich doch auf den ersten Blick gesehen, dass die nichts taugt. Ja, freilich du. Von Frauen im Allgemeinen und von Putzfrauen im Besonderen verstehst du überhaupt nichts. Jetzt lass mal mehr Ruhe. Jetzt schrei doch nicht gleich. Du, und außerdem, wenn es schon unbedingt sein muss, dann hätt's ruhig ein bisschen jünger sein können. Stefan! Na, ich mein ja bloß, wem schadet das, wenn der Anblick ein bisschen erfreulicher war, nicht? Lass das mich machen. Kümmer dich du um dein Holzlager. Jawohl. Magst du was essen? Ja, wenn du was hast. Ich hab immer was da. Aha. Jetzt hab ich nichts da. Jetzt muss ich noch einen Lohn um mich. Was magst du denn? Mama, ein bisschen mehr Verständnis. Ach ja? Am Stück oder aufgeschnitten? Also leicht hat es wirklich nicht immer mit uns. Ja, freilich. Wo suche ich meinen Vater? Bei der Oma. Ja. Du sag einmal, was gibt's denn heute zum Essen? Noch gar nichts. Die Oma sucht gerade. Oh. Naja, in der letzten Zeit ist sie halt ein bisschen überfordert, nicht? Ich glaube, die Martha, diese Putzhilfe, das war auch eine Fehlanzeige. Mhm. Was gibt's denn zu essen? Mhm. Also diese Martha, gell, die hat mich so aufgeregt, dass ich bald meinen Kohldampf vergessen hätte. Ich gehe jetzt ein politisches Programm vor zur Bewältigung aller kommunalen Anliegen vor, das große mit die Ohrwaschen schlacken. Opa, was willst du denn noch alles machen? Ein Mann, der so viel Dynamik wie dein Opa hat, der hört noch lang nicht auf, sich weiter zu verirren. Ja, du weißt schon, was er macht. Bürgermeister wärst du mit Sicherheit nicht. Das kannst nicht du entscheiden, meine liebe Frau, gell? Du, ich glaub, du hast halb noch nicht begriffen, wer bei uns letztlich das Sagen hat, hä? Und du, mein liebes Weiberlein, ist das Licht der Leuchte noch nicht aufgegangen, dass du immer meinst, dein Wille geschehe, weil du noch nicht kapiert hast, dass zum Schluss doch ich immer wieder recht habe. Sagen wir mal, Türen, ne? Warum? Ich wollte euch schon massiv holztüren. Ich habe nur an deinen allseits bekannten Geiz gedacht. Wer ist da geizig? Ja, du! Herrgott, jetzt fangst du schon wieder an! Mein Gott, ist bei uns halt wieder gemütlich. Ja. Ja, das haben wir doch gewohnt, dass er immer meckern muss. Wer meckert, ha? Also, geil, da vergeht ihm ja der beste Appetit. Oh. Seit wann klopft man denn bei uns, ha? Herein! Ja. Oh! Na, gut nach, Martha! Jetzt haben wir ja eine Putzfrau! Ramona, komm in meine Arme, du Perle des Südens! Stammlopper, wie sehr freu ich mich, dich wieder zu sehen! Ja, ja. Ah ja, lang schon. Sag mir, wieso kommst denn du zu uns wieder, Ramona? Ha? Oh, bitte entschuldigen Sie, dass ich so einfalle. Aber das ist eine längere Geschichte. Aha. Ich hoffe, ich mag Ihnen keine Umstände. Ja, das ist jetzt ein bisschen dumm. Wir bauen um. Drum ist dumm. Weil wir bauen um. Für die Bum. Also, mein Zimmer kriegt sie nicht, gell? Da habe ich gestern erst die Türen gekriegt und mein Vogel hat immer noch einen Husten. Ja. Na, gib ihm halt einmal einen Hustensaft, gell?
Also, ich leg mich jetzt ein halbes Stündchen aufs Öhrchen in meinem Zimmer. Ja, und ich raste auch etwas von des Tages Mühe und Plag in meinem Zimmer. Tja, in meinem Zimmer ist leider auch sehr ungemütlich wegen dem Umbau, aber du wirst bestimmt nicht so lang bleiben, gell, Ramona? Die ist uns gerade noch abgegangen. Oh, lass dich ruhig quatschen, diese weibliche Bevölkerung. Wir werden einen Platz für dich finden, wenn es bei mir ist. Vater, Vater, komm, komm. Du weißt was, du hilfst mir jetzt im Lager. So, soll ich das? Selbstverständlich, so ist es. Wenn ich mal Bürgermeister bin, hast du mir nichts mehr zu kommandieren. Marsch ins Lager. So, ja. Auf geht's. Ab mit euch. So, und ich schaue dabei, wo sie die am besten unterbringen. Gell? Ja, da schau her. Welcher erfreulicher Anblick in dieser tristen Hütte. Ach, bist du nicht der Steffel? Richtig. Man hat mich ja damals nicht bemerkt, weil man immer nur Augen für einen gewissen Thomas gehabt hat. Ach, Steffel, wenn du nur nicht so verdammt hübsch wärst, wo hatte ich damals nur meine Augen? Sapperlott, da hat's auf einmal eine Hütte da herin. Ich hab dir ja noch gar nichts getan. Na, weiß man's. Du, pass auf. Damit wir gleich einmal eins klarstellen, gell? Madeln, die sind für mich so unwichtig wie der Schnee am Kilimandscharo. Aber wenn ich die noch länger so anschaue, dann könnte ich meine Prinzipien glatt vergessen. Dann schau mich ganz fest an. Ja, du, wenn du schon mal da bist, dann kannst du mir eigentlich ein Puzzle geben, oder? Oh, Steffel, du redest und redest. Aber nicht mehr lang. Ja, was sieg ich denn da? Mir verschluckt ja gleich die Stimme. Ja, Donna Mia! Tja, hast gemeint, der Steffel ist in Sachen Liebe ein bisschen unterbelichtet, hä? Bitte, nachdem du gerade nicht da warst. Schau bloß, dass du rauskommst. Bitte fort. Herrschaft, ich bin ganz aus dem Häusl. Eigentlich wollte ich dich ganz herzlich begrüßen. Ja, dann tu's doch, Thomas. Aubi, ich glaube, neue Komplikationen stehen ins Haus. Na, gute Nacht, Thomas. Mein Gott, na. Muss ich heute alles wieder allein machen, ha? Ramona! Ja, Frau Stangl? So, Ramona, jetzt pass mal auf. Mhm. Du stellst jetzt einfach da einen Laden rein, gell? Und wenn jemand kommt, dann schreist du uns einfach. Um Hilfe? Ja, mir oder der Gerdi. Weißt du, wir haben einfach keine Zeit, dass wir uns den ganzen Tag da in den Laden reinstellen. Frau Stangl? Was ist denn? Ich wollte Ihnen wirklich keine Unannehmlichkeiten machen. Das glaube ich da schon, Ramona. Also, wenn wir kommen, dann scheißt man, gell? Oh, jetzt stehe ich hier allein in einem Metzgerladen und weiß gar nicht, wie mir geschieht. Mei, Frau Bleschl, haben Sie es schon gehört? Na, was denn, was denn? Der Stangl, der will ja jetzt auch als Bürgermeister kandidieren. Na, gute Nacht. Dann wird der Saarstein-Dorf noch größer. Ach, der Stangl, der hat doch ganz gesunde Ansichten, oder nicht? Der hat doch am lautesten geschrien, dass wir den Fitnessclub da in unser Dorf reinkriegen, Frau Wagner. Ah, ja, Frau Stangl, da ist er! Die kommen bloß zum Raschen. Ja, grüß Gott, Fräulein. Sind Sie neu da? Ja, nein, ich bin überhaupt nicht da. Wenn Sie etwas wollen, kommt die Frau Stangl. Was wollen Sie denn? Nerven haben die Stangl, ha? Stehen da eine wildfremde Person in Lahnreit, die keine Ahnung hat. Ha ja, aber diesem Adel kann einem ja schon direkt wieder leid tun. Wo kommen Sie denn her? Aus Italien. Sir? Was? Bis von Italien holen Sie schon Verkäuferinnen? Na, also da muss er das Geschäft schon langsam pleite geben bei dem Personal. Was geht zusammen? Verstanden, verstanden! Ich frage Dr. Unrat, da schau her, dass Sie auch einmal in einen ganz normalen Laden reingehen. Warum denn nicht? Ich habe auch einen ganz bestimmten Grund. Wo ich doch weiß, dass die Metzgerei Stange ein ganz beliebter Umschlagplatz für alle dörflichen Neuigkeiten ist. Ich habe da nämlich ein kleines Attentat auf die weiblichen Dorfbewohner vor. So. Na, was nicht sagen. Mein Schade, dass die Birnstinglin gerade nicht da ist. No, wollen das ist Sie nämlich unsere Buschtrommel, müssen Sie wissen, ja. Wollen Sie etwas kaufen? Nein, danke, im Moment nicht. Gott sei Dank. Mein Mann hat da nämlich eine Idee entworfen. Und ich möchte die Damen bitten, dass sie den anderen Frauen Bescheid sagen. Vielleicht können wir uns zu einem kleinen Plausch beim Stangl treffen. Ich werde Ihnen dann Weiteres unterbreiten.
Ja, du kommst so. Warum denn nicht? Da bin ich neugierig, ja, was die zum Sommer. Wenn ich schon mal gerade da bin, ach, bitte geben Sie Blut und Leberwürst. Die mag mein Mann so gerne. Blut? Und was für Würst? Mein Gott, na, es wäre schon Notgeld. Kundschaft jetzt Personal noch anlernen. Na ja, mei. Also, Frau Doktor, ich kümmere mich, gell? Was ist, Frau Wagner? Gehen Sie gleich mit? Ja, ich gehe also gleich mit. Wiederschauen. Wiederschauen. So, so mal. Ist eigentlich doch eine ganz nette Frau, gell, die Frau Doktor? Mhm. Also, wie man sie so täuschen kann. Ja, da haben Sie recht, Frau Wagner. So, jetzt bin ich da. Ja, grüß Gott, Frau Doktor. Grüße Gott, welche Ehre. Die Signora will Blut. Was? Und ich weiß nicht, was für Würst. Blut und Leberwürst? Ja, bitte schön. Ja, selbstverständlich, Frau Doktor. Wie viel kriegen wir denn? Ha? Zwei Paar, bitte. Zwei Paar. So, jetzt, Frau Doktor, haben wir schon. Da kriege ich jetzt dann 4,60 Mark, mhm, gell? Bitte. Bitte. Dankeschön, Frau Doktor. Danke, Frau Stangl. Auf Wiedersehen. Bis bald. Ja, wird denn gut, Frau Doktor. Auf Wiedersehen. Frau Stangl, was ist denn? Ich flehe Sie an. Ha. Bitte lassen Sie mich nie wieder alleine in den Laden. Nein, nein, jetzt geht doch her. Du hast jetzt einen Lumpen, gell? Und dann tust du mir die Theke davor noch mal ein bisschen abputzen, gell? Ja. So. Grüß Gott, Frau Stangl. Ja, grüß Gott, Fräulein Frieda. Lang waren Sie fein nicht mehr da. Nein. Ich habe jetzt so viel am Hals mit den zwei geistlichen Herren. Ja, das glaube ich. Am Garten sitzen sie gerade draußen, die zwei. Ja, ja. Ja. Haben Herrn Kaplan auch schon gesehen. So. Herrn Pfarrer natürlich auch. Ja, ja. Mhm. Frau Stangl, ich bin am Ende. Was? Dabei bete ich jeden Tag voller Demut und Inbrunst. Herr, suche mich nicht in der Unterführung. führe mich nicht in Versuchung. Es nutzt nichts. Entschuldigen schon, Frau Stangl. Ja, warum gehen Sie dann nicht zum Doktor? Der kann mir auch nicht helfen. Niemand kann mir mehr helfen. Ich bin eine Verlorene. Bitte schön, zwei Paar Blut und Leberwürst. Ja, ja, bitte schön. Ich mag er so gern. Der Herr Pfarrer, gell? Na, der Herr Kaplan. Oh, du lieber Himmel. Gell? Das ist unser. So, jetzt fangen Sie wieder. Bitte schön. Ja, so. Danke schön. Sehr gut, Frau Stangl, gell? Und bitteschön, pst, für deine Kumpelin, Frieda. Die Signora ist ja ganz verstört. Ja. Ist sie verliebt? Ich glaube schon, schaut fast so aus. Das ist doch wunderschön. Warum ist sie dann so traurig? Weil der Gegenstand ihrer hoffnungslosen Liebe ein Pfarrer ist. Madonna mia! Ja, das darfst du laut sagen. Mein Gott, bin ich froh, dass ich aus dem depperten Alter schon raus bin. Jetzt lässt sie mich schon wieder alleine. Erschreck mich doch nicht so, Steffel. Das heißt, erschreck mich nicht. Sag ich doch, du hast mich furchtbar erschrecken. Erschrocken heißt es. Aber jetzt erschrickst du nicht, wenn ich dir nur mehr ein Puzzle gebe. Guten Tag allerseits. Oh, ich störe doch nicht. Wie schnell Sie das wieder erfasst haben, Herr Lehrer, sagenhaft, ehrlich. Wenn ich in aller Bescheidenheit bemerken dürfte, dass ein Metzgerladen normalerweise nicht der richtige Ort ist, um Intimitäten auszutauschen. Gestatten, Holdendold. Mir sind alle Frauen hold. Ich glaube am Ende, Sie glauben den Schmarrn, den Sie da erzählen. Unterlasse dein dämliches Gelächter. Fräulein Ramona, ich spüre es ganz deutlich, auch hier an diesem profanen Ort, dass wir verwandte Seelen sind. Okay. Ich befasse mich schon seit Jahren mit dem unerschöpflichen Themengebiet der griechischen Mythologie und ich würde Ihnen gerne dieses Thema etwas mehr erläutern. Und wenn ich jetzt noch ein klitzekleines Stückchen von einem Schnitzelchen haben könnte, bitte. Habe mir gleich gedacht, dass ich dich da im Laden finde. Und? Was stört dich dran, hä? Bitte nicht streiten! Geh, mit dem Birscherl streite nicht, den dreh ich durch den Fleischwolf. Meinst du, weil du der Dorf-Casanova bist, kannst du jedes Mädel unter den Nagel reißen, oder was? Mein lieber Neffe. Du bist mir leider noch zu grün, dass ich mich über dich aufreg. Aber eins sag ich dir, wenn du der Ramona noch ein, länger wie einen halben Meter kommst, dann... Oh, meine Herren, meine Herren, Friede, Friede, sonst... Was? Was? Greif ich ein vielleicht? Schnell! Chefin, die Rasse! Was ist denn? Los, sag ich was selbst! Was hat der Meister weg? Meister her! Heute greif hoch! Dass endlich einmal Ruhe hergeht!